Schönen guten Morgen, meine Abonnenten. Ja, was braucht man alles, um, wenn man nach Thailand auswandert? Ja, als erstes muss man sich erst vorbereiten, das Land kennen, wo man am besten hin will. Ja, wenn man das getan hat, heißt das, man muss überlegen, was gebe ich alles auf in Deutschland oder Europa? Ja, als Rentner ist das sehr leicht auszuwandern. Man hat ja seinen festen Gehalt, kann man sagen. Eine Rente ist wie eine Einnahme. Viele wissen das ja nicht, dass eine Einnahme auch steuerpflichtig ist, wo es im Land kriegst. Ja. Wenn du schon eine Rente über 9.900 hast oder 800, was jedes Jahr ein bisschen erhöht, heißt das, du bist steuerpflichtig. Aber das heißt ja nicht, dass ich jetzt Steuern bezahlen muss. Du kannst ja was noch vieles reinsetzen. Dann muss man beim obersten Finanzamt anschreiben und eine Befreiung haben. Beispiel, wenn man verheiratet ist. Man hat noch von der Ehefrau ein oder zwei Kinder oder noch ein Stiefkinder. Die kannst du noch eintragen lassen, weil du keinen Kindergeldanspruch hast auf Thailand. Das ist nur EU-Länder oder du wirst dann von Arbeitsgeber hingeschickt und du hast noch einen festen Wohnsitz in Deutschland. Dann hast du einen Anspruch darauf. Aber das ist ja nicht viel, das kriegt man ja nicht viel. So kann man die Kinderfreibeträge mit reinsetzen, weil du dir auch annäherst auf eine Art. Und es sind einen halben Betrag, das macht ungefähr knapp 1.400 im Jahr. Ja, hast du zwei Kinder, ist das drin, ja. Viele Leute sind ja schwer krank, die brauchen Pflege und so. Ja, das sind auch Umkosten in Ausländer, Ausland, das sind auch Werbungskosten. Ja, dann kann man die auch schon wieder reinsetzen, wenn man belegen und beweisen kann. Und dann kriegt man das auch frei. Wenn man über jetzt über 9.900 etwas verdient, dann heißt das immer, du bist steuerpflichtig, weil deine Rente ist eine Einnahme laut nach Gesetz jetzt. Ja, das ist bei mir auch gewesen, aber ich habe ja vorher ein bisschen schlau gemacht und dann habe ich gesagt, ja, das kann es alles nachreichen. Ja, ist kein Problem. Ich habe an mein Finanzamt angerufen, das ist der Oberfinanzamt, kann man ja machen. Und dann lässt man sich praktisch eine Befreiung schicken, so ungefähr. Die Rente, die zieht nicht deine Steuern ab, die ziehen nur deine Krankenkasse ab und die anderen, aber nicht die Steuern. Die musst du schon selbst zahlen und so. Ja, weil viele das nicht machen, dann kommen sie zurück und dann kriegen sie vom Finanzamt oder einen Brief oder die schenken das auch an Thailand, die holen sich ihr Geld. Der Staat, der holt sich überall, der vergisst nicht, der kann warten. Da hast du noch eine Summe über 20.000, 30.000, ja. Ja, ich habe ein bisschen gelernt durch meine Mutter. Sie hat 5 Jahre keine Steuern gezahlt, da muss sie ungefähr über 20.000 zurückbezahlen. Nicht meinen Raten, die wollen gleich alles haben. Okay, das hat sie ja gehabt und so war kein Problem. Daraus bin ich auch schlauer geworden, bevor ich abgereist habe. Habe ich ein bisschen gelesen und so. Bevor es mir passiert, habe ich gesagt, kannst du einen Antrag hier holen, um die Befreiung und so. Dann lassen sie sich in Ruhe und so. Und durch meine Behinderung, die werden sowieso auch angerechnet, denn man sagt immer, viele im Ausland sind das nicht. Nein, ab dem Zeitpunkt, wo du Behinderung hast und unbefristet, ist das ja keine Probleme. Ich habe ja unbefristet schon seit meinem 40. Lebensjahr. Fängt das an mit 40, dann habe ich 50 gehabt und dann nachher, weil ich zurückkam, habe ich dann hier 70 gehabt, dann habe ich jetzt stehe ich auf 80 im G drin, hast ja schon mehr drin und so. Ja, da habe ich dann meine Steuern das eingereicht. Das hat knapp 3 Wochen gedauert, dass ich die Papiere gekriegt habe vom Finanzamt zurück. Und so habe ich einen Beleg, dass ich steuerbefreit bin und so, dass sie keine dann abziehen können. Ja. Die passen schon auf, damit sie ihre Steuern kriegen. Die haben Zeit, lange Zeit. Die können das innerhalb von 15 Jahren zurückholen. Es heißt nicht, dass du das weißt. Das interessiert mich nicht. Das Wissen musst du selbst erholen. Das ist das. Die sagen nur, ja, sie wissen doch, das ist doch ein Einnahme, da müssen sie auch Steuern bezahlen. Den Spruch hören sie nur. Und so, das kenne ich ja schon mit meiner Frau, eher mit meiner Mutter. Da habe ich das auch mit dem Finanzamt angeschrieben. Und so.
Und da habe ich auch gedacht, nach 15 Jahren haben sie keine Anforderungen. Sie können das fordern, das ist das Problem. Und dadurch bin ich auch schlauer geworden und so. Ja, Steuergesetz in Deutschland ist kein leichter Thema. Viele wissen das nicht und so. Die dann sagen, ich wandere aus. Ich kenne auch schon welche, die müssen Steuern nachzahlen. Die haben Briefe gekriegt nach 4, 5 Jahren. Ja, wenn der Staat Geld braucht, dann holt er sich das. Ja, so ist das Gesetz. Ja, und so habe ich das vorgesorgt. Und jedes Jahr kriegst du ja deine Rente auch Erhöhung, aber dadurch wird das auch das andere erhöht. Und so bin ich abgesichert. Ich bin immer noch ein bisschen unter dem Betrag, nicht viel, aber die Zusatzversicherung ist auch staatlich-betriebliche Rente, was ich noch kriege, die ist auch nicht steuerfrei, egal, nur wenn das unter 150 ist. Aber das wird alles zusammengezählt, was man Rente kriegt in Deutschland. Das haben die ja eingeholt schon. Und dann kriegst du auch Bescheid, dass es das steuerfrei ist, weil du so und so viel Steuerfreibetrag hast. Den Betriebsrente habe ich ja später geholt, weil das ein bisschen länger war mit Papierkram und so, weil sie auch Papierkram von Thailand haben wollen und so. Das habe ich ja vorher nicht gehabt und so. Und da haben sie mir das nachher zugeschickt, dass ich dann steuerfrei bin, dass ich damit die ganzen Bewerbungskosten, wie sie es sagen, noch darunter liege und so. Das wird zwar ein bisschen anders gerechnet als wie in Deutschland, also keine Kilometerratsbesuche nicht reinsetzt, aber du kannst Bewerbungskosten reinsetzen, so wie Kinder, deine Behinderung, Betreuung und so, die hast du zwar auch hier nicht und so Dreck, aber du brauchst wichtige Medikamente und so. Das sind alles Werbungskosten. Und die habe ich auch reingesetzt und so. Weil, wenn du herzkrank bist oder was mit dem Herzen hast, sind ja Medikamente teuer. Aber nur, ich bin ja befreit, aber trotzdem kann ich reinsetzen, Hilfe. Man bekommt ja auch Hilfe zum Einkaufen und so, man Haushälterin so, die bezahlt so auch. Warum nicht? Ja, und dann bearbeiten sie das und dann kriegst du das ja in 3, 4 Wochen zurück, wie schnell die sind. Und der Schein ist wichtig, den musst du gut aufheben. Das ist alles deine Steuernummer drin und alles. Wenn deine Rente erhöht, wird auch deine Freibeträge nach einer Zeit erhöht. Dann heißt das immer, achte darauf, dass du darunter liegst. Steuernachzahlung ist nicht schön. Ja, und viele haben das dann hingekriegt, wenn sie dann in Deutschland sind oder bekommen Briefe in Thailand. Die können auch ihre Rente dann finden, wenn sie es wollen. Und das machen sie auch, weil das ja eine Einnahme ist und so. Und wenn du nicht da bist, die sind nachher da mit ohne Geld. Viele sagen, ich wandere aus, ich bin ganz weg von Deutschland. Nee, so ganz ist das nicht so. Wenn du Einnahmen hast, sieht das scheiße aus. Hast du keine Einnahmen, dann kannst du sagen, ja, das ist das. Ja. Nächstes Mal rede ich über Visum. Das ist auch ein großes Thema. Es gibt ja zig verschiedene Visum. Es gibt Studentenvisum, dass du eine Sprachschule hast und alles. Und Touristenvisum, Heiratsvisum. Ja, das ist kein Heiratsvisum. Und direkt ist das, gibt das gar nicht, sowas. Das gibt ja nur ein Non-Immigranten-O-Visum. Viele sagen mal ein Heiratsvisum. Und direkt ist das nicht. Das ist so ein Spruch, was so ewig rumläuft. Es gibt ein Business-Visum und so. Was für ein Visumarten ist das gut? Da kommt immer auf an. Jungen Jahren, alten Jahren, Rentner. Darauf kommt das auch an. Was ist günstiger? Viele haben den Visum. Die gehen das. Bleiben hier 3 Monate, dann gehen sie über die Grenze. Ist auch riskant. Irgendwann kann sie sagen, nee, ich gebe keinen Stempel. Es ist laut Gesetz, so und so viele Tage muss ich im Ausland aufhalten, um wieder reinzukommen. Das ist genauso wie in Deutschland. Und irgendwann machen sie das auch dann zu, wenn es zu viel gibt. Ja, und da haben sie ja schon ein bisschen einen Riegel davor gemacht und so, damit so es nicht existiert. Aber irgendwann ist das ganz Schluss. Nur Thailand braucht ja Tourismus, um das Geld zu kriegen. Nicht ganz, aber und so.
Ja, viele denken immer, es sind Gesetze, aber die verstehen hier das Gesetz nicht. Ja, ich habe ja nur Glück gehabt. Ich verstehe ein bisschen. Meine Frau ist auch nicht gerade mal auf den Mund gefallen. Die kämpft sich auch durch und so. Und da habe ich einen Vorteil. Sie kennt sich auch ein bisschen aus und so. Wenn nicht, dann liest sie das. So wird sie auch schlauer. Tja, so ist das. Ja. Viele denken, ich bin hier 30 Jahre oder 40 Jahre. Ach, und du bist gerade mal 1,5 Jahre oder 2 Jahre hier und du bist ja so dumm. Denken ja viele, ja. Aber wie heißt das? Zusammenhalt. Du weißt nicht viel mehr. Aber die hier leben, die wissen viel mehr. Und das weiß meine Frau. Sie liest, sie kämpft. Das habe ich gesehen, auch mit den Polizisten. Ja, du kennst seine Rechten nicht. In Deutschland ist das so, wenn das ein Parkplatz ist, ist das ja das Gelände von den Besitzer. Und da können sie Polizisten nicht regeln, weil das ist nicht Öffentlichkeit. Das war ja auch gestern, wo wir einkaufen waren, auch haben sie den Parkplatz abgesperrt. Viele Leute fahren rein, finden keinen Parkplatz, kommen wieder hinten raus. Ja. Und dann haben sie es zugemacht, da hat meine Frau diskutiert. Erstmal kamen da fünf, sechs Polizisten und so. Sie hat keine Angst, sie macht den Mund auf. Ja, und dann haben sie nämlich mich reingelassen und so. Essen, die nehmen auch keine Rücksicht, wenn du behindert bist. Aber so meine Frau hat gekämpft und sich beschwert. Naja, bei Lotus, die ist hingegangen, hat gesagt, macht das auf, das ist ja nicht euer Grundstück und so. Das ist unser Grundstück. Ja, sie hat mich auch hier, die hat auch zu meiner Frau gesagt und so. Sie hat mich ja öfter gesehen. Ja, ich gehe auch öfter einkaufen, sonst ist ja kein anderer Laden da. Ja, und sie hat sich auch beim obersten Polizeichef beschwert und so. Die ist ganz knallhart, die hängt gleich am Telefon, so dumm ist sie nicht und so. Die hat keine Angst, auch bei Immigration, das gibt immer eine Tür weiter, das ist genauso eine Kämpferin wie ich. Ich habe schon auch mit meinem Chef angelegt, wo ich dann 20 Türen weitergehe und so. Und ich habe auch schon eine Entschuldigung gekriegt, schon von meinem Chef und so. Nicht der unterste Chef, auch der oberste Chef und so. Man muss keine Angst haben. Okay, mit Polizisten komme ich auch zurecht. Ich weiß, was sie machen dürfen, was sie nicht machen dürfen. Davon kommt man ja auch so, wenn man in Europa im öffentlichen Dienst arbeitet und viel mit Polizei und mit anderen Werke zusammen hat, wie Elektrikwerke, Wasserwerke, Gaswerke, habe ich viel mitgearbeitet, weil die Leitung bei uns in der Runde Erde und wir haben ja Abwasserrohre. Die gucken, wenn Hohlraum ist, da muss ja auch wissen, wo laufen denn die Kabel und die Rohre von Gas und Wasser, bevor die du durchschießt und so. Ja, und so kommst du auch zurecht und so. Wir haben auch viel auf der Straße gearbeitet, da musst du an die Schilder ja halten und so. Die kommen und kontrollieren das. Du musst auch Genehmigung anreichen, wenn du auf eine Straße wie eine Hauptstraße arbeitest. Ja, und das wissen ja viele nicht. Und meine Frau macht den Mund auf, bis sie das, die Absperrung frei machen müsste. Und dann hängt sie gleich an Telefon. Und dann telefoniert sie erstmal rum. Ja, so haben wir so schnell. So genauso wie gestern so einer Jugendlicher mit dem Auto. Der hat mich fast geschnitten, aber ich war auch stur. Ich habe ihn im anderen Spiegel gesehen und habe gesagt, den werde ich mal auch anschneiden und so. Ja, und da hat meine Frau gezuckt den Telefon und Foto gemacht, weil da hinten hat er kein Nummernschild gehabt. Das ist auch schon mal verboten und so. Nur vorne. Ja, und dann hat er erst mitgekriegt, der hat so einen ganz weiten Abstand gehabt und so. Der hat ja richtig Angst gehabt. Ja, und wo ich nachher abbiegen muss, der ist extra noch langsam gefahren, weil der Angst gehabt hat. Ja, dann sage ich, ja, ich lasse mir nichts gefallen. Da meine Frau, kannst du anzeigen, wenn sie möchte. Habe ich gesagt, was habe ich davon? Gar nichts. Habe ich gesagt, lass ihn doch. Nur er hat erstmal was gelernt. Ja, so ist das. Ja, und man muss sich nichts gefallen lassen und so. Man muss nur aufpassen, dass er nicht dein Auto beschädigt. Du, das ist nicht so wie in Deutschland. Oh, jetzt habe ich einen Totalschaden, jetzt kriege ich ein neues Auto. Nee, das wird so lange repariert, bis das noch geht. So zahlt die Versicherung hier. Und da muss man fix aufpassen. Und so. Ja. Ich habe auch schon viel gelernt hier in den 1,5 Jahren durch meine Frau und so. Und ich bin stolz darauf, dass ich so eine gute Frau habe,
dass sie auch die Rechte durchsetzt und so. Das habe ich auch schon gemerkt, sie ist ja sehr penibel. Sie macht dann schon Fotos, wenn was Kleinigkeiten, Mängeln sind an Haus. Ich habe gesagt, das ist ein Normbereich und so. Du kannst anschreiben höflich und sagen, wenn sie es beseitigen. Das haben sie auch gemacht und so. Aber ich habe gesagt, du kannst das nicht alles machen und so. Es sind Baumängel, was du teilweise anstanden machen musst und teilweise die. Es kommt auf an, es ist im Normbereich und das gibt es in Thailand auch. Es ist weltweit. Ich kenne das in Amerika, ist das so. Aber ich würde das nicht machen und so. Und habe gesagt, das sind Centbeträge, die kannst du selbst bezahlen und so lassen. Aber so, wenn es was Größeres ist und so, und das sieht nicht schön aus und du kannst das nicht machen, dann sind das welche und so. Ja. Sonst kann ich das Rest selbst reparieren. Das sind ja Kleinigkeiten und so. Die kommen immer auf. Egal wo du baust, auch in Europa und so. Wenn ich erzähle von meinem Neffe und so, der war ja 100%. Der hat nur beanstandet, der ging da gleich zum Preisanwalt. Der hat keinen Bauunternehmer gekriegt, das spricht sich auch schnell rum in der Gegend. Und da sitzt er doof da und hat verloren und so. Ja, ich habe das ihm schon gewarnt, das hat ja jeder schon gesagt, der baut. Mängel und Mängel sind ein ganz großer Unterschied. Das sind kleine Mängel, die musst du in Kauf nehmen. Und das sind große Mängel, da kannst du gewinnen. Und so. Es gibt immer einen Satz, und das kann man auch nachlesen, wie hoch der Mängel sein darf. Wenn das ein Untersatz ist, kannst du nichts machen, da verlierst du 100% und so. Ja, und das hat mein anderer Neffe nicht verstanden und so, weil der immer penibel ist. Ich habe gesagt, Handwerker, die auf dem Bau arbeiten, das sind keine Feinmechaniker, die sich auf 100 Millimeter genau arbeiten müssen. Ja, und so hat er den Reinfall gekriegt. Ja, und das ist weltweit so. Ja, es gibt teilweise in Thailand gute Bauunternehmer und keine gute Bauunternehmer. Es gibt welche, die hören auf dich, das gibt welche, die hören nicht so. Das ist überall, egal wo du auf der Welt bist und so. Nur hier gibt es eine Ausbildung in Thailand nicht. Und es gibt eine Ausbildung in technischen Schulen und so, aber nicht so erfahren wie woanders. Das ist jedes Mal ein bisschen verschieden und so. Ja, hier in Bangkok sind auch Hochhäuser und die stehen schon heute noch und so. Ja, das ist die Sache. Und beim Bauen, das ist nicht so, dass ich ein Haus bauen kann, auch so, jetzt mache ich alles. Nee, das hat auch mit Physik viel zu tun und so. Man muss auch viel berechnen, was für ein Boden, Untergrund und alles. Ein Haus wiegt ganz schön. Und man muss den Windscherkräfte rechnen und allen drum und dran. Der Wind, der drückt auch drauf und so. Genau beim Mauerbau. Wenn ich einen baue, wie dick muss die Mauer sein und. Wenn das jetzt trocken ist, die Erde, die schiebt ja nicht. Aber wenn die nass ist, fangen sie an schieben. Und das muss man alles berechnen. So kannst du das ausrechnen, wie dick die Mauer sein muss. Und viele wissen das nicht. Ich kann keine Mauer mit 7,5 Steinen hinsetzen und so. Ein kleines Fundament von 10, 20 und dann machen sie Eisen rein. Och, das hält schon so. Nein. Wenn das unterspült ist, bricht das weg und so. Der Eisen heißt nur, dass das Zement ein bisschen stabiler ist. Du kannst ein Fundament dicker machen und brauchst kein Eisen reinmachen. So wie in Deutschland teilweise werden da Mauer gezogen, die haben keine Eisen drin. Früher gab es auch kein Eisen und so. Und die stehen heute noch, die Steinmauer und so. Es kommt auch immer an, wie dick der Fundament ist, wie breit, wie tief und so. Eisen ist ja nur, dass das ein Zusammenhalt ist und so. Warum hat man Zement, Beton immer die Steinkörnung, damit das zusammenhält und so. Ich habe so viele alte Häuser so in den 30er Jahren renoviert, habe ich manchmal gewundert, wie das funktioniert und so. Da tun sie nur Stahlträger rein, ganz dünnes Drahtgeflecht und dann Beton, das hält. Heute musst du da richtig Eisen reinmachen. Eisen ist ja nur, dass das hält und stabil bleibt und nicht mehr. Das ist genauso wie ein Streichholz. Wenn ich ein Streichholz hochkant mache, kriegst du nicht gebrochen. Da kannst du zig Druck drauf geben mit der Hand. Das bricht nichts und so. Und so ist das auch.
Oder mit einem Blatt Papier. Du rollst ein Blatt Papier ein, kannst oben viel Druck drauf machen, legst das längslich, biegt das durch. Und so ist das auch mit dem Bauphysik und so. Und deswegen habe ich teilweise kein Eisen drin und Stützen. Ja, da mache ich ein paar Pfeiler rein, fertig. Weil das auch eine Länge ist, das sieht nicht schön aus und so, weil ich da einen kleinen Knick reinmachen muss, weil der Fundament ist halt gerade und so, damit ich hinten richtig wieder ankomme. Auch von der Länge 30 Meter gerade zu machen, ist hier ein bisschen schwer als Baggerfahrer, habe ich festgestellt. Und ausstechen will ich nicht, weil die Erde hier ist sehr hart. Ja, und bei dem anderen Fundament, das ist ja eine aufgeschüttet, ja 1,30 Meter, bin ich da unter, dann muss ich alle Fundamente breiter machen, damit das nicht bricht. Da mache ich Eisenbewehrung rein, weil das ein anderer Druck drauf ist. Weil wenn die Erde nass ist, das schiebt ganz schön. Das habe ich schon Erfahrung gemacht, hier auch. Habe ich Erde aufgefüllt, da habe ich die Wand nur halb voll gemacht. Und die andere Hälfte habe ich ja noch nicht voll gemacht. Ich habe gesagt, toll, da gleich ranschieben. Und dann ist er ja überweg gegangen. Ja, trocken, kein Problem. Aber dann hat es am nächsten Tag geregnet. Und dann hat das Ritti erstmal den Druck drauf gegeben. Da hat er genau abgebrochen, wo kein Beton mehr drin ist. Ja, so habe ich gesagt, oh, Pech gehabt. Ja, nächstes Mal schlauer, mach das vorher. Aber man hat eigentlich gerechnet, dass es am nächsten Tag geregnet hat. Und kein Problem, habe ich gesagt, dann wäre es eben neu gemacht und so. Ja, braucht man nur Mörtel abklopfen, die Steine ganz wieder verwenden. Ja. Ja, und dann. So werde ich das auch machen, aber diesmal werde ich das immer Schicht für Schicht machen, zwei Schichten gleich rein. Okay, es ist Trockenzeit, aber trotzdem, wie gesagt, dann ist das gleich fertig und dann brauche ich nicht hochmauern und dann gleich reinmachen. So ist das gleich besser verdichtet und so. Weil das mindestens bei einer Seite ist ja 60 cm, was in Erdreich geht, in Mauerwerk und so, so habe ich das gleich weg. So, wenn ich dann jetzt in zwei Wochen der Träger kommt, kann das alles dann gleich zumachen. So passiert es nicht, so ist das ausgehärtet und so. Ja, ich weiß, dass so lange stehe ich hier alleine und mache das und so, ist kein Problem. Ich treibe ja keiner. Ich sage immer Stück für Stück. Rom wurde auch nicht in einem Tag gebaut, das wurde auch über 100 Jahre gebaut und so. Ja, man ist ein bisschen älter, jedes Jahr lässt das nach. Ja, vor 5 Jahren habe ich noch mehr Power gehabt als wie jetzt, habe ich zu meiner Frau auch gesagt und so. Sie denken immer, ich schaffe das nicht. Ich habe gesagt, ich schaffe das. Wenn das nur eine Stunde, zwei, drei Stunden ist, es ist was, sage ich denn. Und so. Besser als wir rumsitzen und nichts tun. Das habe ich jetzt ein ganzes Jahr gemacht. Das ging mir die Decke auf den Kopf. Ich muss was tun und so. Und das, was jetzt alles ist, so Außenanlagen und so, das mache ich so. Mein Gästehaus. Da bin ich immer mit Streit und meine Frau sagt, das kannst du nicht so und so. Ja, die viele nicht, aber Mauern und das Dach, das kann ich noch. Irgendwie komme ich noch auf der Leiter, wenn das nur eine halbe Stunde ist. Ich habe ja ein Gerüst und kann ich da drauf stehen. Da stehe ich nicht direkt auf der Leiter, sage ich und so. Und wenn das immer noch eine Stunde ist und so und die Hälfte Teil baust du sowieso zusammen, das Schweißen und dann brauchst du das andere hoch. Da kriegst du einen Helfer immer, der das anfasst und so. Ja, man muss immer planen und voraus und so. Ja, da hat meine Frau auch ein bisschen Schwierigkeiten. Sie will das liebsten auch heute auf morgen fertig, aber es geht nicht und so. Ja, ich denke immer, ja, dann müssen wir Leute bezahlen. Aber ich sage, ja, irgendwann ist das Geld auch zu Ende. Ich lasse meine Polster, was ich jetzt habe, nicht angreifen. Das weißt du ganz genau und so. Auch ich spare nicht mehr, denn und so. Es ist immer nur etwas drauf und fertig. Ja. Und das weiß sie auch. Da kriegen wir manchmal auch richtig einen Flicken und so. Ich habe gesagt, das ist eine Sicherheitspolster für mich und das bleibt auch stehen und so. Ja. Okay, meine Leute, das war wieder ein Thema. Nächsten Thema reden wir über Visum. Was ist ein besseres Visum? Elite-Visum kaufen und so. Ich habe es mir auch schon mal gelesen und so. Für was für einen Jahrgang lohnt sich das? Und das ist auch sehr interessant. Bis zum nächsten Mal. Ciao.